Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialfolge Clash Royale. Ich habe nämlich, wie ihr unten seht, ein paar Truhen angesammelt. Die sind leider vor dem Update, das heißt, sie waren in der Arena 7. Sonst wären sie jetzt nämlich aus Arena 8, aber trotzdem. Wir werden auf jeden Fall ein paar Epische kriegen, legendäre glaube ich nicht, aus zwei Magietruhen. Kann sein, aber ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Vor allem, ich glaube, das habe ich euch auch noch gar nicht zeigen können. Ich habe nämlich die Prinzessin in einer Gratistruhe gezogen, vor circa einem Monat oder 3 Wochen ungefähr. Und zwar um 3 Uhr morgens. Das klingt jetzt wahrscheinlich, als ob ich den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hätte, als Clash Royale zu spielen. Aber das ist es nicht. Sondern ich war krank, hatte Schnupfen und war die ganze Nacht wach, weil ich nicht richtig atmen konnte. Und dann habe ich einfach mal Gratistruhen geöffnet und da war einfach die Prinzessin drin. Ich hätte mich eigentlich ziemlich krass gefreut, aber es ist 3 Uhr morgens und da sollte man nicht rumschreien, wenn seine Eltern schlafen. Ja, aber egal. Wir wollen erstmal diese Truhen öffnen und dann zeige ich euch noch ein paar Decks. Bald wird es auch noch eine Ankündigung geben, weil ich ein Turnier mache, das einen Tag ungefähr dauert. Das mache ich an einem Samstag oder Sonntag. Ich habe nämlich in 3 Tagen Ferien, also wenn ich das hier gerade aufnehme. Und ja, da wird eine Ankündigung kommen, wann es ist und wie das Passwort sein wird, weil sonst innerhalb einer halben Sekunde einfach 50 random Leute da drin sind. Und dann werden wir natürlich auch noch in einem halben Monat, wenn mein Geburtstag ist und ich wieder ein bisschen Cash kriege, eine super Magietruhe öffnen in Arena 8, also in der jetzigen, und ein paar Riesentruhen. Und ja, ich würde erstmal sagen, wir öffnen gerade die Truhen, angefangen mit der Silbertruhe, weil die Silbertruhe schlechter als die Gratistruhe ist. Sie hat zwar genau die gleichen Karten, oh nice Eisgeist, den nutze ich, aber weniger Gold. So, jetzt Gratistruhe. Neu überbauen, ja. Dann die Riesentruhe. Ein dunkler Prinz, nice. 23 mal der Ofen, na, nutze ich nicht. Oh, 208 mal die Kobolde. Außer dem dunklen Prinz und dem Gold war die Truhe eigentlich kacke, aber naja, sie ist gratis, deswegen ist sie gut. Und jetzt zu den Magietruhen. Ein Bombenturm, ein Magier, wieso fängt das so scheiße an? 2 Koboldhütten, 67 Minenwerfer, gewöhnliche Karten sind voll. Nein! Ja, okay, ich glaube eigentlich nicht an eine legendäre, aber egal. Ein Spiegel, ja, das ist okay. 13 mal die 3 Musketiere, oh, die brauche ich nicht. Oh, und 2 mal das Skelett, oh nee. Wäre man in Arena 1 oder 2, dann wäre die Truhe mega krass, aber hier, also, nee, die war scheiße, muss ich sagen. Wieso fängt das jetzt wieder so an? Ein Schweinreiter, 7 Ritter, 2 Feuerbälle. Alter, was sind das für scheiß Truhen? 3 Koboldhütten? Brauche ich nicht? Was? Also, ganz im Ernst? Ich glaube, das waren die schlechtesten Truhen, die ich je in meinem Leben geöffnet habe. Was soll die Scheiße, Alter? Es war eine gute Karte drin. Von 17. Das kann doch nicht wahr sein. Von 17 Karten war nur eine gute drin. Wie behindert. Ohne Scheiß. Das ist ja richtig behindert. Ich werde trotzdem mal den Spiegel und das Drachenbaby ab. Aber das schockiert mich jetzt ein bisschen, weil das ist ja eigentlich. Nee, also das ist ja wirklich komplett scheiße. Hätte ich die im Shop gekauft für 20 Euro, da wäre ich ja komplett ausgetickt. Wenn ich einfach 20 Euro für 2000 Gold ausgebe, weil das. Die 2000 Gold könnte ich mir für 120 Juwelen holen und das ist ein bisschen mehr als 1 Euro. Und dann hätte ich fast 20 Euro ausgegeben. Also, nee, das wäre ja komplett behindert. Kann ich irgendwas Sinnvolles eigentlich auch upgraden? Nein. Schön wäre es, wenn ich den Golem mal bekommen würde.
Oder ja, den Eisgeist ziemlich oft. Das wäre natürlich auch gut. Oder Koboldfass, weil das zurzeit halt mega stark ist, weil es nur noch 3 Elixierkarten ist. Es wurde ja auch nicht wirklich so krass erschlechtert. Nur der Einschlagschaden wurde entfernt. Und das sind 20. Also das ist überhaupt nichts. Der Sepp macht auf Level 8 schon 62. Und das ist ein Sepp. Und wenn das Koboldfass nur 20 macht, bringt es das wirklich nicht. Das Einzige, was ein bisschen verschlechtert wurde, ist die Zeit, wenn das Koboldfass aufploppt, dann stehen die Kobolde eigentlich eine Sekunde rum. Jetzt sind es 1,2 Sekunden, aber für 3 Elixier ist das echt krass. Normal hat man nämlich immer Pfeile geworfen und hat dann halt ein Elixier gut gemacht und nur 20 Schaden passiert. Und jetzt kann man aber nicht mehr Pfeile werfen und jetzt braucht man Sepp aber auf einem hohen Level. Das ist schon ein bisschen komisch, aber egal. Kommen wir mal zu den Decks, die ich spiele. Ich habe das eine eben noch selbst zusammengestellt. Das wäre das hier. Das ist das Balloon Giant Deck, was ich zurzeit manchmal spiele. Halt mit Balloon Giant. Man kann diskutieren, ob man den Sepp mitnimmt. Ich habe ihn aber mal mitgenommen. Dann noch der Feuerball auf jeden Fall, weil das die... Oh, es ist die einzige Karte, die Flächenschaden macht. Okay, dann muss man den Feuerball mitnehmen, außer man tauscht die Walküre vielleicht für Musketier oder Eisgeist aus, wenn man den Eisgeist denn überhaupt hat. Naja, dann habe ich noch das Musketier für Luft, Lakaienhorde, um schnell etwas wegzukriegen und den Eisgeist für nur ein Elixier, um etwas zu verlangsamen. Dann hätten wir auf Deck 2 das aggressive Koboldfass-Deck. Nämlich mit Koboldfass leider nur auf Level 2. Dann Sepp, um... Also die Kobolde machen halt wirklich mega Schaden. Und wenn man dann auch noch den Turm ein bisschen Schaden macht und den für eine halbe Sekunde oder eine ganze Sekunde ausschaltet, dann ist das mega viel Schaden, wenn der Gegner nicht selbst was drauf knallt. Dann die Prinzessin für Flächenschaden, weil die eine der besten Karten eigentlich ist. Dann die Wächter. Sie werden eigentlich nicht oft genutzt, aber ich bin ein riesiger Freund von den Wächtern. Das ist eine meiner Lieblingskarten eigentlich. Neben dem Eisgeist und dem Musketier. Dann hätten wir noch die Minions. Man kann auch Lakaienhorde nehmen, aber ich habe mich mal für Minions entschieden. Erstens ist das Deck natürlich dadurch billiger. Und zweitens können diese 3 Minions für 3 Elixier wirklich richtig stark sein. Auch ganz oben in den Pokalregionen werden sie auch oft genutzt eigentlich. Dann hätten wir den Mini-Packer gerade so auf Level 6 und Schweinereiter auch gerade so auf Level 6. Mini-Packer oder Schweinereiter setzt man einfach dahinter direkt Minions. Oder man setzt einen Schweinereiter mit Quick-Drop-Methode, das heißt Schweinereiter ganz vorne und direkt Koboldfass auf den Turm. Dann hängt nämlich der Schweinereiter und direkt danach kommen die Kobolde, wenn man es richtig anstellt. Und wenn der Gegner eine Truppe setzt, zum Beispiel einen Mini-Packer, dann kann man selbst noch freezen, um noch viel mehr Schaden rauszuholen. Kanone braucht man eigentlich nicht, weil man hat zur Abwehr einen Sepp, eine Prinzessin, Wächter, Mini-Packer und Minis. Also da gibt es keine Karte, die wirklich alles davon zerstört. Oder fällt euch da jetzt eine ein? Egal. Und auf dem dritten Deck haben wir das Hover-Mu-Deck. Nur statt Skelette der Eisgeist, weil, na, sie kosten gleich so viel wie der Eisgeist, aber meiner Meinung nach ist der Eisgeist was besser. Und dann ist es noch die Freeze-File-Version anstatt der Poison-Zap-Version. Aber ich mag die Freeze-Version was mehr und ich merke gerade, ich habe den Freeze nur auf Level 2 und nur eine von 4 Karten. Das ist krass und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, den Ballon habe ich ja in einer Supermagie-Truhe, die ich mir gekauft habe, 9-mal bekommen. Aber trotzdem, ich habe ihn schon auf Level 4 und 2 Karten dazu. Das sind für Level 2 erstmal 2 Karten, für Level 3 6 Karten insgesamt. Dann haben wir 9 bekommen, dann fehlt für Level 4 aber noch eine, das heißt 7 Karten. Und dann noch die 2. Das heißt 9 Karten. Ich habe aus normalen Truhen und jetzt Magietruhe oder irgendwas habe ich 9-mal schon den Ballon bekommen. Und das ist wirklich krass. Weil ein 4er Ballon
im Vergleich zu anderen Zweier-Epischen oder manchmal halt auch Dreier-Epischen ist das wirklich ziemlich krass. Aber ja, das war's eigentlich auch schon. In den nächsten paar Tagen wird dann noch die Ankündigung zum Turnier kommen, was ich mache. Ich werde mir einfach für 8 Euro noch schnell 80 Gems kaufen. Gems? Nicht, was habe ich jetzt gesagt? Gems? Nee, ist eigentlich, ja, ist richtig. Und ja, da zeige ich euch das Passwort und alles Nötige. Und so am 19.07. ungefähr kommt dann noch das große Opening. Und ich würde mal sagen, wenn euch diese kleine Spezialfolge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da oder schreibt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.